Frisch bekehrt und wie geht's jetzt weiter? Das ist eine wichtige Frage, nicht nur für jeden, der neu zum Glauben gekommen ist an Jesus Christus, sondern auch für alle Jüngerschaftstrainer, die eben junge Christen anleiten wollen, jetzt im Glauben Schritte zu gehen und zu wachsen. Um diese Frage soll es also gehen in diesem Video aus der Serie Häufig gestellte Fragen. Herzlich willkommen dazu. Früher wäre meine Antwort auf diese Frage gewesen, ja, was ist jetzt das Nächste nach der Bekehrung, was passieren sollte? Ich hätte gesagt, ganz klar, Taufe, dann Empfang des Heiligen Geistes. Und das sind ganz wichtige Schritte, die am Anfang passieren sollten. Aber ich sehe doch, dass da etwas anderes noch viel wichtiger ist. Und das ist die Frage, wie stehen wir zur Heiligen Schrift? Was sagt Gott über sein eigenes Wort? Der Neubekehrte braucht Gewissheit in die Zuverlässigkeit, die Glaubwürdigkeit, die Autorität der Bibel, des Wortes Gottes. Das ist so, so, so wichtig. Wenn er das hat, dann können auch Fragen, wie ist das mit der Taufe, gerade wenn Anfragen kommen aus religiösen Kreisen, die auf die Babybesprenkelung pochen wollen und sagen, du bist doch schon getauft, oder in Bezug auf den Heiligen Geist. Diese Fragen können dann viel, viel schneller und ganz einfach geklärt werden, indem man wirklich zurückgeht auf die Bibel, auf das Wort Gottes und das nimmt, was dort geschrieben steht und nicht, was irgendwelche Traditionen oder theologischen Lehrmeinungen schreiben und behaupten. So, es geht darum, dass der Neubekehrte eine tiefe Gewissheit bekommt. Die Bibel ist zuverlässig. Sie ist von Gott. Sie enthält die Gedanken Gottes. Und da lerne ich, wer Gott ist und was er will und wie ich mit ihm leben kann, was er mir geschenkt hat durch die Erlösungstat von Golgatha und welche Verantwortung ich jetzt habe und worauf ich achten muss als jemand, der jetzt diesen Lebensstil der Gemeinschaft mit Gott lernen will. Ja, wo kommt diese Gewissheit in die Zuverlässigkeit der Bibel her? Nun, ganz einfach, die Bibel beschreibt uns das Leben von Jesus und das Leben der Apostel. Jesus ist unser Retter, Jesus ist der Herr, ist das große Vorbild, das wir nachahmen sollen. Und wir sehen dort, welche Haltung Jesus hatte gegenüber der Schrift. Er hat immer wieder die Schrift zitiert und hat betont, das ist das Reden Gottes. An die Pharisäer sagt er, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott geredet ist? Habt ihr nicht gelesen, was von Gott geredet ist? So in der Schrift finden wir nach der Aussage von Jesus das Reden Gottes. Er zitiert Schriftstellen, zum Beispiel aus dem Psalme von David. Und dann sagt Jesus dort, David hat im Heiligen Geist geredet. Also David hat sich nicht irgendein schönes, frommes Gedicht ausgedacht, sondern der Heilige Geist hat ihn angeleitet. Und was er dort geschrieben war, war in Übereinstimmung aus der Quelle des Heiligen Geistes. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und es muss sich alles erfüllen, was geschrieben steht. So, wir sehen diese große Hochachtung bei Jesus und natürlich kein Wunder, wenn wir dann in das Leben der Apostel schauen, dann haben wir die gleiche Einstellung zum Worte Gottes. Paulus sagte in Apostelgeschichte 24, ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Ich glaube allem. Ich muss nochmal die Schriftstelle genau lesen. Das ist Apostelgeschichte 24, 14. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Wege, welche sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. So Paulus sagt, ich diene Gott auf diese Art und Weise, dass ich alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten, also mit einem Wort im Alten Testament, geschrieben ist. Das war seine Haltung, weil es wahr ist, weil es von Gott ist, weil es von Gott eingegeben ist oder ausgehaucht. 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und deshalb ist sie nützlich zur Erbauung, zur Zurechtweisung, zur Ermahnung, zum geistlichen Wachstum, weil es direkt von Gott ist. Das sind Anweisungen von Gott, wie wir leben sollen. So, das war die Sicht der Apostel und als Jünger Jesu sollen wir auch
diese Haltung haben. Jesus ist unser Vorbild, wir ahmen ihn nach. Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Das, was ihr an mir gesehen habt, das sollt ihr übernehmen und dann wird Gott mit euch sein. So, die Apostel haben diese große Hochachtung gehabt vor der Schrift und haben ihre Art und Weise zu leben und zu dienen gegründet in der Schrift, weil sie wussten, das ist zuverlässig. Diese Schrift ist eingegeben von Gott. Es gibt viele, viele andere Gründe noch, warum es sinnvoll ist und vernünftig ist, davon auszugehen, dass die Schrift wirklich von Gott ist. Ein wichtiger Aspekt wäre die ganze Sache mit den Prophetien. Gott selber benutzt die Prophetien als ein Beweis, dass er Gott ist. Er sagt, wer kann so etwas tun wie ich, dass ich das Ende schon von Anfang an vorhersage? Und die, die Gott sein wollen, die sollen das erstmal nachmachen. So redet Gott an zwei Schriftstellen. In Jesaja, die ich jetzt nicht hier zitieren will, an anderer Stelle bin ich darauf eingegangen. Also, Gott gibt Beweise seiner Existenz und seiner Macht und seiner Weisheit. Niemand sonst kann die Zukunft so präzise vorhersagen, wie Gott das getan hat. Und da ist die Bibel einzigartig im Vergleich mit irgendwelchen anderen Büchern von irgendwelchen anderen Religionen. So, wir haben Beweise, auch für unseren Verstand. Das Wort Gottes ist zuverlässig. Und ein Jünger Jesu sollte sich beschäftigen mit dieser Frage. Und da gibt es alle möglichen Hilfsmittel. Und ich will auf einige hinweisen. Da ist zunächst einmal hier dieses kleine Booklet, das ich geschrieben habe, das Wort Gottes, und der Untertitel heißt Die Rolle der Heiligen Schrift im Leben des Gläubigen. Das muss geklärt werden. Welche Rolle hat die Heilige Schrift im Leben des Gläubigen? Dann will ich noch auf zwei, dieses Heft kann jeder bei uns beziehen. Wer dieses Video jetzt sieht, kann sagen, hier wurde das angeboten, ich möchte das gerne haben. Da kannst du uns schreiben und wir werden dir das kostenlos zusenden. Die Adresse, wo man das beziehen kann, die werde ich gleich unten noch einfügen in den Kommentar unter das Video. Dann